Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin nach etwas längerer Zeit mal wieder da. Und zwar habe ich heute mal wieder eine Buchrezension für euch. Ja, ich muss jetzt mit Buchrezension mal wieder ein bisschen aufholen. Ich habe jetzt auch einige Bücher gelesen, wo ich nach und nach jetzt die Rezension machen werde. Ich starte heute mit, ich glaube, Heinz Konsalik, Die Erben. So aus. Und zwar geht es um die gehobene Gesellschaft in Russland und Griechenland. Und zwar geht es um Lyda. Genau, Lyda. Und sie ist die Erbin seit dem Tod von ihrem Vater, von der Reederei von ihrem Vater. Und nach einer kurzen Romanze mit einem Russen, und zwar mit Boris Lobov, heiratet sie in kürzester Zeit auch, aber sie merkt nicht, oder merkt erst später, sagen wir es mal so, dass es nur ein Spiel praktisch gesehen ist. Und zwar geht es um eine große Tankerflotte, die dort geführt wird, und in dieses Spiel wird die Lyda mit reingezogen. Aber sie lernt auch mittendrin einen Rennfahrer kennen. Und ja, er kommt in einem Rennen in Johannesburg, genau, in Johannesburg kommt er um auf mysteriöse Weise. Ja, man weiß nicht warum, weshalb, weswegen und so. Und was da genau geschehen ist. Und ja, also viel kann ich euch nicht mehr über dieses Buch erzählen. Wenn ich diesem Buch Sterne vergeben sollte, würde ich sagen 3 Sterne. Und zwar hat mir da nicht so gefallen, weil es einfach, würde ich sagen, ein bisschen sprunghaft war. Und zwar erst wurde über die ganze gehobene Gesellschaft erzählt. Dann, ja, wurde sie auch auf einmal krank, aber irgendwann, ja, in Hawaii war sie auch wieder gesund. Dann ist sie zu einem zu dem Rennfahrer, in den sie sich da verliebt, gefahren. Und plötzlich war man halt bei diesem Rennfahrer, hat sich in ihn verliebt und man wusste gar nicht, ich würde sagen, es ging eigentlich von einer Sache ganz, ganz schnell in die nächste Sache. Und das fand ich eigentlich nicht so gut. Aber sonst war es eigentlich ein Buch, wo ich sagen kann, war eigentlich ganz okay gewesen. Dann muss ich auch dazu sagen, das Buch ist erschienen im Goldmann Verlag und hat, ja, lass mich kurz gucken, 252 Seiten. Ja. Ja, das war's mit meiner kurzen Rezension. Ich denke mal, in den nächsten Tagen geht es dann weiter mit Rezension, aber zwischendurch kommt auch mal was anderes. Ja, das war's mal wieder mit meinem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!